Laos ist ein Land von abenteuerlicher Schönheit und voller Geheimnisse. Früher war es ein Paradies. Heute ist es die Hölle. Dieser Film erzählt die wahre Geschichte des Journalisten John Everingham. Ich weiß ganz genau, wer die Welt über Laos so falsch informiert. Und Sie wissen es auch. Die Welt hat das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Dem Auge der Kamera entgeht nichts. Es hält gnadenlos alles fest. Sie sind sehr schön. Dieser Mann hat viele Gesichter. Auf dieser Liste sind die Namen der Anführer aller Widerstandsgruppen in Laos. Das Pentagon braucht sie dringend. Sie steht zwischen den Fronten, ist hin und her gerissen zwischen der Liebe zu ihm und ihrem Land. Du hast mir den Auftrag gegeben, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das habe ich getan. Richtig, zusammenarbeiten, aber nicht zusammen schlafen. Präsentiert das Gewehr! Sie sind schuldig in allen Punkten der Anklage. Wenn Sie versuchen, heimlich einzureisen, lasse ich Sie erschießen. Diese Drohung macht auf ihn keinen Eindruck. Er muss die Frau wiedersehen, die er liebt. Ganz egal, wie gefährlich das ist. Die Strömung ist stark, es gibt eine Menge Strudel, ganz abgesehen von den Flusspatrouillen. Ich glaube, Sie haben keine Chance. Und obendrein haben unsere roten Freunde den Fluss vermint. Es muss blitzschnell gehen, keiner darf mitbekommen, was ich vorhabe. Sonst sieht es schlecht aus. Landon, Jürgen Prochnow, Edward Woodward. Das läuft tatsächlich! Du hast wirklich mehr Glück als Verstand! Moira Chen und erstmalig Priscilla Presley. Operation Comeback. Zur Hölle und zurück.